Glück an Inner, der Match gegen Argentinien steht da. Eine Ansammlung von Weltstars, ist Ihnen das schon bewusst? Ja, sicher. Also, wir spielen gegen zweimal Weltmeister und ich denke, Argentinien ist immer eine riesige Begegnung. Und wir freuen uns riesig darauf, gegen so Weltstars zu spielen. Tut man sich da spezieller vorbereiten, als wenn es ein Freundschaftsspiel gegen sonst eine kleinere Mannschaft wäre? Nein, eigentlich. Wir machen nicht mehr unsere Vorbereitung so, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Und werden uns sicher sehr motiviert gegen Stars wie Messi, Higuain, die sicher sehr stark sind. Und wir freuen uns darauf. Gibt es denn da bei Ihnen noch so etwas wie Nervosität bei solchen Spielen? Oder können Sie das völlig ausblenden, gegen wen Sie spielen, die Wils? Hey, jedes Spiel ist für mich speziell. Und jetzt die Nationalmannschaft gegen Argentinien spielen, ist für mich wieder ein Highlight. Und ich freue mich drauf. Es gibt viele, die befürchten, es könnte ja Klatschen geben. Was macht die Schweiz, damit es nicht so weit ist? Alles dafür setzen, dass wir mit unserem Publikum ein schönes Spektakel können zeigen. Der Lionel Messi ist natürlich überall das Thema. Was denken Sie eigentlich über ihn? Er ist ein Weltstar, also super Spieler und guter Profi. Und mehr kann ich nicht sagen. Also er ist wirklich ein Topspieler. Aber Sie haben noch nie gegen ihn gespielt, oder? Doch, doch. Wann ist das gewesen und was haben Sie für Erinnerungen? In Basel, wo ich das erste Mal durfte von Anfang an spielen und dort haben wir 1-1 gemacht. Also gute Erinnerungen an Lionel Messi. Jetzt ist auch immer wieder das Thema der Trikottausch, wo es ja bei Leverkusen ein bisschen Zoff geht, weil man hat sich gefragt, wer kommt das Liebling über. Ist das schon definiert bei der Nazi? Keine Ahnung. Mir ist es egal. Also, ich schaue nicht auf das, ich schaue aufs Spiel und das ist für mich wichtig. Zu Ihnen persönlich letzte Frage. Vor 6 Jahren sind Sie noch beim FC Aarau auf der Ersatzbank gesessen. Jetzt spielen Sie gegen Messi, haben eine riesige Karriere schon hinter sich. Kommt Ihnen das manchmal auch ein bisschen komisch vor, das Ganze? Ich meine, komisch nicht, aber es ist schon mega schnell gegangen. Und ja, die Zeit weiss ich noch ganz genau. Und ich freue mich, dass ich bis dahin das geschafft habe. Mittwochabend nach dem Match, was muss passieren, dass der Gökhan Inler zufrieden ist? Ein Sieg für die Schweizer Nazi. Danke vielmals. Merci.